Okay, 19 von 20 Speicherkarten und einen haben wir noch. Einen Stützpunkt, irgendwo in die Richtung, glaube ich. Schauen wir mal. Jo, da ganz hinten. Nee, das ist die Prüfung der Rakete. Die wollte ich nicht. Da oben ist er. Genau. Das heißt, wir fahren jetzt erst einmal hier an dem Loop rum und dann links. Entschuldigung. Wahrscheinlich werde ich vergessen, das rauszuschneiden. Mein Deshalb, Freund! naja. Deshalb halt nicht. Moment, da ist irgendwas. Oh. Oh, verdammt. Da geht das aber tief runter. Das war ein cooler Canyon. Da sind wir mal rausgekommen. Kann das sein? Ich glaube, da sind wir irgendwann mal rausgekommen. So, ich nehme mal an, ihr seid mit diesem Auto gekommen. Das heißt, ich werde euch das jetzt klauen. So. Werde ihr an der Küste langfahren. Zumindest ist das mein Plan gerade. Ich weiß gar nicht, ist das die richtige Küste? Bin ich hier richtig? Jo. So. An dem Ding dann geradeaus. Und dann mal schauen. Ich schleiche gerade so gut. Irgendwas ist kaputt. Das ist. Bläh. Oh crap. Das ist ungewöhnlich, dass ich mit dem Schleichen so gut zurechtkomme. Aber ich kann jetzt halt die Großen auch weg takedownen. Das ist schon mal ganz schön. Außerdem sind die Dinger hier irgendwie besser aufgebaut. In Anführungsstrichen. Ich glaube, hier wollte ich lang, oder? War es direkt die erste? Ne, es war noch nicht die erste. Halt. So, die nächste muss ich links. Hier am Hafen vorbei. Wenn das ein Hafen. Oh, Moment, hier ist die andere. Ich habe den Zaun nicht kaputt gemacht. Kein bisschen. So. Wow, was hast du denn fabriziert hier? Hast du was gesagt? Ein Mann hat das Recht. Bitte? Ein Mann hat das Recht, seine Familie zu verteidigen. Ein Mann hat das Recht, zu kämpfen. Er hat das Recht, Rache zu nehmen. Wer war Ja. es? Drei Männer. Gegen einen ist nicht tapfer. Wow. Drei Männer mit Waffen. Du blutest hart, Dude. Sag mir, wo sie sind. Drei Männer mit dem Blut der Ah. Familie an ihren Händen. Ein Mann wird es dir. Er wird es dir zeigen. Aha, okay. Eliminiere den ersten Söldner. Guck mal, ist sogar nicht in der Richtung. Verdammt. Na gut, eliminiere den ersten Söldner. Da vorne irgendwo. Oh, das ist aber ein Stück. Flupp. Der da? Macht der da? Auf was schießt der? Auf wen oder was? Da hängen ja noch mehr rum. Das ist natürlich nicht so toll. Ist auf jeden Fall mein VIP. Auf was schießt denn der? Bist du Panne? Das ist Munitionsverschwendung. Unglaublich, ne? Oh. Ich habe ihm in den Hintern geschossen. Wo kamt ihr denn jetzt plötzlich her? Also cool, dass ihr da wart. Aber insgesamt hätte ich eure Hilfe jetzt nicht unbedingt gebraucht. Mein gut, die hätten mich jetzt gesehen, natürlich. So haben sie mich nicht gesehen, aber pff, hätten sie mich halt gesehen. Auch nicht so schlimm. So. Das sind Beutekisten, die nehme ich natürlich mit. Die da auch. Und die da natürlich auch. So, irgendwo da hinten ist der nächste. Wir kommen zumindest ein kleines bisschen in die Richtung schon mal. Das ist doch gut. Dann. Na, wobei wir müssen dann wahrscheinlich nachher ja nochmal zurück. Das ist natürlich blöd dann. Irgendwie. Naja, egal. Wow! Wo kommt er denn jetzt her? Stirb! Komm! Gib ihm! Hau ihm einen runter! Mistvieh. Unglaublich das. Haben wir das jetzt ge.
Ach, die sind noch gar nicht hier. Okay. Ich dachte, das wären die, die wären direkt hier, die, der nächste. Ist er aber schon. Ne, ach, da ganz hinten irgendwo. Ach du gute Güte, na gut. Dann habe ich ja noch ein Stück zu laufen. Oh, da unten sind auch noch Leute. Ach, ist der da? Ach so. Der ist hier, warte mal. Folgendes machen wir jetzt. Ah, einer davon denen da hinten ist das wahrscheinlich, ne? Jo, was ist denn, wenn wir jetzt die beiden erschießen von hier? Kablam. Das war der zweite Söldner. Ich weiß selber, dass ich im Sperrgebiet bin. Bin hier gerade reingelaufen. So. Und dann ist irgendwo da hinten der nächste. Okay. Und dann soll ich wieder zurückeiern? Das sieht irgendwie nach Arbeit aus. Vor allem, weil da vorne dann schon der Stützpunkt ist. Oder kann ich das dann in einem noch so machen? Wo ist das Ding hin? Hallo? Oh, er ist irgendwo hier. Ich sehe das schon. Okay. Sieht nach einem... Ey, ey, das sieht doch nach einem großen Dings aus hier. Oh. Hallo. Du bist das nicht, ne? Nee. Ah, da vorne, der da ist das, ne? Jo. Ach, shit. Nee, so kriegen wir es nicht hin. Schade. Habe ich die gerade alle erwischt? Verschwunden? Ist sie verschwunden? Ich stehe über euch. Oh, Mann. Der coole Takedown hat nicht funktioniert. Schade. Naja, gut. Joa, wir haben sie, glaube ich, alle. Und nun? Jetzt müssen wir wieder zurück oder wieder was? Oder warum? Moment, erstmal sind hier noch... Ja, ich glaube, wir müssen wieder zurück. Erstmal sind hier noch überall Kisten. Die will ich mal gerade. Wo ist denn die? Da ist die Lootkiste. Hier ist noch eine Lootkiste. Also wenn wir schon mal hier so quer in der Pampa sind, dann nehmen wir natürlich den ganzen Loot mit. Wow, das gab sogar eine ganze Menge Geld. Das natürlich auch noch. So. Oh, 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 so kommen wir natürlich schneller zurück. War das der Plan? War das von Anfang an der Plan, dass wir mit dem Ding jetzt zurückfahren können? Und dann hier auch wieder hin, das wäre natürlich gut, wenn das funktioniert. Miau. Moment. Ach so, ich wollte gerade sagen, warum ist das jetzt weiter von mir entfernt? Nein, das ist natürlich der Außenposten, weil wir vom Außenposten wieder wegfahren. Aber nicht von dem Questziel. Das Questziel ist ja nicht mein ist ja nicht das gleiche. Wow. Aber echt so viel? Güte, na gut. Halt nicht, nicht auf Land. Nicht auf Land. Das muss da stehen bleiben, damit ich gleich zurückfahren kann, bitte. Das wäre mir relativ wichtig. Hm. So. Alles klar. Ich glaube, das gehört dir. Ein Mann verdient. Meinst du, er lebt noch lange? Er sieht nämlich nicht so aus. 500. Und wie freundlich er jetzt, fröhlich er jetzt plötzlich ist. Okay. Dann auf zum Stützpunkt. Einmal drehen. Beim Jetski drehen. Kannst natürlich auch einfach. Kann man das einfach umdrehen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Sind wahrscheinlich schwerer, als sie aussehen, die Dinger. So, quer
durch den Fluss. Ich sehe gleich so einen Hai vor mir langspringen oder so ein Krokodil oder so und mich töten. Eigentlich müsste sowas passieren jetzt. Während ich so lang fahre, schnapp. Und dann bin ich dood. Aber scheinbar nicht so, okay. Der Stützpunkt scheint ja irgendwie so mitten im Sumpf zu sein, wa? Ja, what war das denn? Das hier ist noch kein Sperrgebiet, ne? Flup, hat auch niemand gesehen, glaube ich. Shit, jetzt werden die gleich Alarm anmachen, glaube ich. Nicht? Weiß irgendjemand, dass ich das war? Nö, ne? Glaube nicht. Nö, sieht nicht so aus. Hallo? Hi? Hi ho. Hallo? Hina, darf ich ihn ran? Hallo? Hi? What the fudge? What the fudge? Ihr seid doch Wahnsinn! Hilfe! Crap! Das sind 30 Sekunden, da ist... Könnt mich mal in 30 Sekunden da... shit, der hat einen Raketenwerfer, ich weiß das. Damit hat er eben schon geschossen. Oder wollt... Nee, er hat ihn, ich habe ihn auf jeden Fall gesehen. Oh, shit. Muss den Alarm auskriegen. Ah. Ich muss irgendwie... Shit, den Alarm auskriegen. Lauf! Lauf rein und mach den Alarm aus. Eins. Läuft da so ein Viech rum. Auch schön. Oh, crap. Wow. Ihr seid doch alle bescheuert, seid ihr doch. Könnt ihr bitte aufhören damit? Das ist ja gemeingefährlich. Ich will hier weg. Oh shit, und es brennt alles. Ah! Ihr Freaks! Stirb! Ihr seid doch krank. Seid ihr doch. Warum kommt ihr jetzt von Osten? Was wollt ihr von mir? Der Alarm ist aus. Nee, komm. Da sind ja noch mehr, da sind noch mehr, da sind noch mehr. Es werden immer mehr. Der Alarm ist doch... Das war nicht, was ich wollte. Der Alarm war doch aus. Was wollen die hier? Hold up. Muss irgendwo ein Nest sein. Oh shit. Ja, natürlich ist eine Granate. Du kommst hier mit dem Raketenwerfer reingelatscht. Schreib was von Granate, ne? Haben wir jetzt bald da? Shit. Hilfe, sagt er. Wo ist der andere? Da ist noch einer. Und er hat einen Raketenwerfer. Haben wir es jetzt? Na also. Unglaublich, die Typen. Puh. Ist ja schlimm. So, Moment. Was ich jetzt mache ist, ich möchte dieses Ding loswerden. Man gebe mir... Nein, nicht das. Ich möchte schon den Raketenwerfer, den du da gerade hattest. Wo sind die Leute mit den Raketenwerfern? Ich will jetzt auch einen haben. Für gleich. Bald. Da oben war irgendwo einer, ne? Nicht? Ah. So. Den kann ich bestimmt nämlich auch noch gebrauchen. Bei Gelegenheit. Und da ist tatsächlich auch noch die letzte Speicherkarte. Oh, das ist aber fein. Dann haben wir die auch alle. Gibt es einen coolen Bonus für? Wo ist sie denn? Da ist sie. Zack. Und Pilze, natürlich, da kriegen wir noch Pilze für. So,
20 von 20 Speicherkarten. Das ist schön. Und nun? Bonus? Achievements? Nicht? Ha. Dann nicht. Das ist aber traurig jetzt eigentlich. Okay, es kostet eine ganze Menge, das aufzufüllen. Dann möchte ich gerne... Nein, nicht das. Das hier möchte ich gerne noch haben. So. Verkaufen wir einen ganzen großen Haufen Müll. Ups, nein, nicht das. Dann gehen wir wieder raus und haben noch zwei neue Jägerquests, die wir machen können. Die ich machen werde. Hey, ja, ich weiß. Was haben wir denn da? Machete? Ach du Schande. Mit der am Zielort gestellten Machete. Ja, das kann ja was werden. Einen Alligator per Machete töten. Na nee, gut, ich meine, wie macht man das sonst? Das haben wir ja die ganze Zeit schon immer so gemacht. Was ist denn da rumgelaufen? Das ging mal schnell hier mit dem Regen. Also plötzlich ist der Regen vorbei. Wo ist der Alligator? Ist das, als wäre er in irgendeinem Loch. Ja, da vorne runter wahrscheinlich. Irgendwo im Fluss oder so. Vielleicht tatsächlich ein Loch, eine Höhle oder sowas. Ah, okay. Irgendwo da vorne. Mit der am Zielort gestellten Machete. Wir haben halt so ein komisches chinesisch-japanisches Gerät hier. Macht das einen Unterschied? Man weiß es nicht. Aber wir werden ihn jagen und töten, hoffe ich. Den komischen Albino-Viech. Irgendwo liegt das Gerät hier wahrscheinlich im Wasser rum. Es ist ein Albino. Man sollte meinen, dass sich das leicht finden lässt. Eigentlich, wenn es natürlich im Wasser irgendwo rumhängt, dann eher noch doch nicht so. Das wird mich wahrscheinlich gleich erschrecken und ich werde fast... Da ist es. Oder? Ja, das ist es. Ja dann, ne? Attacke! Ja, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Leertaste, Leertaste, komm, stich es ab. Stich der Drecksviech ab. Stiche es. Ah. Puh. Erwischt. Achso, heute muss ich es auch... Moment, hallo? Ich kann nichts... Ich kann nicht mehr... Jetzt kann ich wieder hoch und runter. Ich wollte gerade sagen. Ja, komm. Heute ist... Ich wundere mich gerade ein bisschen. Habe ich jetzt... Jetzt habe ich Albino-Krokodilsleder. Was bringt mir das jetzt? Kann ich damit noch irgendwas Neues herstellen, was ich noch nicht habe? Fehlt mir noch irgendwas? Nö, oder? Nö, sieht nicht so aus. Das ist aber strange. Na gut. Dann eben so. Ah, aber da war noch eine. Die andere machen wir natürlich auch noch. Die andere Jagdquest. Da ist die andere Jagdquest. Und dann ist da sogar noch irgendeine andere Quest. Die aber Lieferung frei Haus. Das ist, hat bestimmt was mit Pokern zu tun. Das will ich nicht. Wenn das schon bei dem Poker-Ding ist, dann werde ich das ganz bestimmt nicht tun. Okay, egal. Erstmal zurück. Oh, bitte ist nicht noch ein Alligator hier. Schnell! Auf die andere Seite und weg. Es kommt mir nichts. Ach so. Es kommt mir nichts hinterher. Was denn da? Steht so ein Häuschen mitten in der Pampa. Okay. Wem es gefällt, da zu wohnen, was? Sollen auch neue Medizin herstellen, eigentlich gleich. Und. Nee, wir brauchen keine. Ja, nee, wir brauchen noch keine neue Waffe. Möglicherweise nach der zweiten Jagdquest jetzt. Wer weiß, was wir da mit was wir da was machen müssen. Vor allem nicht, was wir da machen müssen. Hunde mit dem Raketenwerfer oder so. Hatten wir ja auch schon. Wäre auch nicht das erste Mal.
Okay. Einmal bitte, was haben wir zu tun? Seid ihr wahnsinnig Bären? Boah. Na gut. Bären mit der Machete. Oh, guck mal. Hallo. Das hat ja auch funktioniert. Dann kriegt es mit den Bären vielleicht auch hin. Ey, mit der Machete auf Bärenjagd, ne? Ihr spinnt auch. Na gut. Es soll wohl so sein, wa? Oh, das geht schief. Das geht so schief, hier durchzuschwimmen. Garantiert gleich gefressen von irgendwas. Nicht? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Okay, es war auch kein Alligator oder so hinter mir her. Das ist schon mal gut. Moment. Hier gibt. Da war eine Lootkiste irgendwo drin. Egal. Hier sind auch noch Lootkisten. Nehmen wir die erstmal. Zack. Noch eine Machete. Oder wieder eine Machete. Wo sind jetzt die Bären? Da vorne. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal. Hallo? Da muss ich rein, was? Jo. Okay. Dann die Bären mit der Machete. Einmal gut durch. Das ist so eine blöde Idee. Das ist so eine blöde Idee. Das war irgendwie einfacher als erwartet. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Zack. Zack. Oh, da ist der andere. Ist das eine Lootkiste? Nein. Oh, die sind doch wahnsinnig alle hier. Noch alle in einer Klatsche. So, aber das waren, glaube ich, alle Stützpunkte. Ist das die einzige letzte Nebenquest, die mir noch kommen? Dann machen wir die natürlich auch noch. Klar! Alles kein Problem. Bevor wir hier uns dem großen Finale widmen, von dem wir ja noch gar nicht genau wissen, ob es das Finale ist, aber ich gehe davon aus. Oder ich habe halt unterwegs demnächst nichts mehr zu tun. Kann auch sein. Bevor wir das tun, natürlich auch das noch. Helfen wir, wer auch immer da ist und bekommen unter Umständen. Aua! Bekommen unter Umständen gleich wieder ein Millionen Jahre langes Poker-Special zu sehen. Wenn das hier das ist, was ich erwarte, was es ist. Aber muss es ja nicht sein. Vielleicht hängt er auch einfach nur gerne da rum, wo die anderen Leute Poker spielen. So. Ein bisschen was einsammeln noch und dann. Bitte sag mir, dass du nicht Poker spielen willst. Ich kenne dich. Du hast Piraten fertig gemacht, mein Freund. Außerordentlich beeindruckend. Ein wenig brauche ich. Für? Danke. Ganz ehrlich. Schau mir in die Augen. Kein Blinzeln. So ernst ist es mir. Einige der Dorfbewohner der Gegend werden vermisst. Sind fort. Verschwunden. Puff. Da ist dieser Teich. Angeblich heilig. Ruinen auf dem Grund. Gruselig ist es, wie bei einer Werwolfbar mit zwar. Dort gehen die Dorfbewohner und kommen gereinigt zurück. Aber dann gingen drei Freunde. Und die kamen nie zurück. Dann geht er nicht mehr schwimmen. Man sagt, du bist aus einem Flugzeug gesprungen. Irgendwer hat dir sicher davon abgeraten, oder? Gutes Argument. Okay, wo ist er? Der Teich. Da vorne. Erreiche den Schwimmteich. Es kann ja nur in die Hose gehen. Warum denn? Das ist bestimmt ein Hai oder ein Krokodil oder irgendwie sowas in der Art. Muss doch. Warum auch schwimmen? Das ist gefährlich, das weiß man doch. Ugh. 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 Hier, Fischi, Fischi. Braves Fischi, Fischi. Oh
Gott, das meinen die doch nicht ernst, oder? Hier sehe ich erstmal nichts, was mich hauen könnte. Oh Gott, das ist doch... Da sind auf jeden Fall die vermissten Dorfbewohner. Was auch immer die gefressen hat. Ein Relikt. Verlasse die Höhle. Ja, und was hat die jetzt gefressen? Hä? Hallo? Habe Krams gefunden. Die haben mir ordentlich einen gebechert, scheint mir. Okay. Dennoch, wer oder was hat die jetzt gefressen? Werde ich jetzt wahrscheinlich auf dem Rückweg sehen, wa? Jetzt werde ich wahrscheinlich von irgendwas angegriffen. Da war was, ich habe was gesehen. Das war gerade rot. Das ist doch ein Alligator, oder nicht? Ah, überlebe die Begegnung mit dem Krokodil. Ja, haben wir. Uiuiui. Ich habe mich nicht davon fressen lassen. Bin gut. Geh zurück zu Steve. Ach, der hieß Steven. Der hat mir seinen Namen nie gesagt, aber du weißt, wie er heißt. Das ist ja schön. Vielleicht heißen die alle Steven. Das ist ja so der allgemeine Name. Wenn du nicht weißt, wie jemand heißt, nennst du ihn Steven. Steven 1 bis 42 oder so. Okay, nun lass mich... Ich weiß nicht, wie ich da gerade hochgekommen bin, aber es hat funktioniert. So, Steven, ich habe deine Kollegen gefunden. Die wurden von einem Krokodil gefressen. Fantastisch. Ein Krokodil, hm? Hat sicher Nahrung gesucht. Tja, das passiert. Aber so ganz leicht war es sicherlich nicht. Danke dir. Gerne. Überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, warum diese Questlieferung frei Haus hieß, aber kein Problem. So. Dann hätte ich gerne einmal Kram hergestellt. Nämlich Medizin. Flöpp. Dann hätte ich gerne mal bei meinen Fähigkeiten geguckt. Wir haben nämlich noch 4 Fähigkeitspunkte zu verteilen. Da können wir theoretisch hier diesen Kram verbessern. Mehr Geld. Na, so, wir nehmen jetzt mal das mit. Warum? Weil es geht. Machen den Hai voll. Machen wir das auch noch voll. Zack. Und zack. Dann haben wir den Reiher auch mit voll. Und dann haben wir noch den Pfennigfuchser. Uns fehlt nur noch eins. Für das komplett fertige Tattoo. Okay, dann möchte ich erstmal wieder zu irgendeinem Stützpunkt zurück, mir neue Munition kaufen und so Gedöns. Vielleicht sollten wir einen nehmen, der auch möglichst nah da dran ist. Wie zum Beispiel die Little Gate Brücke. Ach, wir können sogar theoretisch direkt nach da. Oh, das ist natürlich ein Angebot. Machen wir das doch. So, irgendwo hier in der Pampa, beziehungsweise mitten im Stützpunkt, von wegen Pampa. So, Kram verkaufen. Zack. Könnte man eigentlich auch noch... Nehmen wir an, nö. Okay. Ach komm, was soll der Geiz? Gib mir Karten, alle die noch da sind. Kann sie mir sogar tatsächlich alle leisten. Und damit haben wir alle Karten gekauft. Tja, ne? Was im Ärmel? Sprich mit Sam. So, Leute. Das wird dann vielleicht wahrscheinlich meiner Meinung nach das Finale werden. Wir sind voll ausgestattet. Kann also nur... Haha. Können es nur versuchen. So, Sam, wie ist es? Bringen wir ihn um? Bist du bereit dafür?
oder brauchst du mehr Zeit? Wenn wir das erstmal anfangen, führt kein Weg zurück. Der Zugang zur Insel, zu Aufgaben und Aktivitäten wird ab diesem Punkt eingeschränkt. Du kannst damit weitermachen, nachdem deine Reise beendet ist. Kein Zurück. Naja, wie schon gesagt, das wird dann wohl das Finale. Okay.